Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainsim wird 4, der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir fahren heute eine kleine Runde mit der kürzlich neu erschienenen BR111 auf der neuen Strecke Salzburg-Rosenheim. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Das ist die 110. Muss man gerade schauen. Ach so, Moment. Wo sieht da dann Fahrplan? Ich würde sagen, wir fahren eine kleine Runde und fangen in Salzburg an, würde ich sagen. Und fahren dann, fahren wir so eine kleine Runde hier. Fahren wir so eine kleine Runde hier. Fahren wir so eine kleine Runde hier. 21 Minuten von Ruhpolding nach Freilassing mit der RB. Genau, das machen wir. So. Das ist, müssen wir natürlich mal die Türen entriegeln. Das können wir am besten so machen. So, da müssen wir noch Zugspitzensignale einstellen. Genau. Zack. Zugsicherungssysteme einstellen natürlich. So, dann sind wir eigentlich soweit, würde ich sagen. Können wir vielleicht noch kurz draußen die wunderschönen Lok ansehen, wenn wir eh noch warten. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur schön. So. Ach geil. Wunderschön. Wunderschön. So. Ein Foto von. Können wir uns hier noch wirklich umsehen in Traunstein. Wie gesagt, wir fahren jetzt eine kleine Runde. Ich habe leider nicht mehr Zeit heute. Wir fahren jetzt über Teisendorf Freilassing. Also zwei Haltestellen. Den Rest und das ausführliche Video, ausführliche Streckenbefahrung wird es dann am Wochenende geben. Ihr kennt das. So, haben wir denn jetzt die Spitzensignale ein? Nein, warum denn nicht? Warum haben wir keine Spitzensignale an? Was soll das denn werden? So, jetzt aber. Jetzt haben wir sie eingeschaltet. Wunderbar. Das ist also Traunstein. Wir haben Ausfahrt. Dann würde ich sagen, los geht's. Motorlüfter, dabei macht ihr das automatisch. Das machen wir mal lieber an. So. Wunderschön. 60 fürs erste. Einfach nur schön.
60. Wenn wir jetzt ein bisschen aufschalten hier, automatisch. Auf 96, wunderbar. Genial. So. Wie gesagt, am Wochenende gibt es dann ein ausführliches Video. Langsam auf, einfach nur wunderschön. Nullstellungszwang, das kennt man ja schon aus dem TS.
sehr schöne Strecke, das muss man mal wirklich so sagen. Zumindest ist dieses Teilstück hier. Am Wochenende wird es dann auch auf jeden Fall Streckenkunde geben. Was sieht man dort? Ein IC, sehr, sehr nice. Also am Wochenende wird es dann auch auf jeden Fall Streckenkunde geben. Es wird, wir werden die Hauptbahn für Rosenheim-Salzburg ordentlich inspizieren. Wir werden eine ganze Fahrt machen, vielleicht sogar mit dem Fernzug. Schauen wir mal, also auf jeden Fall am Wochenende gibt es auf jeden Fall wieder ein ausführliches Video über die neue Strecke mit dem neuen Zug, vielleicht auch mit dem Fernzug, schauen wir mal. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Heute wird es ein bisschen kürzer ausfallen, weil ich leider nicht so viel Zeit habe, aber ich wollte euch auf jeden Fall endlich mal wieder ein Video präsentieren. Das hat in letzter Zeit ja doch etwas gelitten. Aufgrund des Rechnerwechsels und so weiter und so fort, da hat das alles so ein bisschen gedauert. Aber ich wollte euch heute wenigstens ein neues Video präsentieren. Sodass ihr dann auf jeden Fall auch up to date seid. So, 2 Kilometer noch bis Teisendorf. An diesem 29. Februar 2024, 7 Uhr morgens. Ein Tag, der nur alle 4 Jahre vorkommt. Ein sogenannter Schalttag. Alle, die heute Geburtstag haben, den gebührt, glaube ich, ein doppeltes herzlichen Glückwunsch, weil ja, die haben ja offiziell nur alle 4 Jahre einen Geburtstag. Und wenn man dann das tatsächliche Alter gegen durch 4 teilt, dann könnt ihr euch selber ausrechnen, wie alt derjenige oder diejenige dann in Wirklichkeit erst ist. So, da werden wir in Teisendorf, der Gegenzug schon wartet. Sieht auch relativ pünktlich, das stimmt gerade mal fest. Überpünktlich sogar. So, Fahrmotorlüfter aus, Türen auf, wunderbar, dann sind wir hier in Teisendorf, bei wunderbarstem Sonnenaufgang, einfach nur traumhaft. Also wirklich, Bayern ist wunderschön, einfach nur schön, das muss man einfach mal so sagen. Dort die Berge im Hintergrund, einfach nur traumhaft, einfach nur traumhaft, wunderschön. Schaut euch das doch mal bitte an, das ist doch einfach nur ein Traum. Das ist doch einfach nur ein Traum.
So, wir sind jetzt hier gleich fertig, beziehungsweise sollen noch bis 7 Uhr drei warten. Das tun wir natürlich. Wunderschön, wunderschön. Bitte 29.02.2024, 7:02 Uhr. Ganz schön viele Zweien. RB freilassen. So, wir können die Tür verriegeln. Bremse lösen. Und uns dann auf den Weg nach Freilassing machen. Zunächst. Auch sieht man 155. Mal so ein bisschen rollen, weil 1% Gefälle, das ist schon ordentlich. Was sieht man, ist die Fahrt sogar 160 gleich. Perfekt. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr enttäuscht, dass ich ein bisschen hinten dran hänge mit dem Präsentieren der neuen Strecke. Aber wie gesagt, der alte PC war verkauft. Der neue war noch nicht da und ja, dann dauert das alles seine Zeit. Nichtsdestotrotz haben wir es heute endlich nachgeholt. Wie gesagt, am Wochenende gibt es dann das ausführliche Video zu der neuen Strecke. Wunderbar. Dann wahrscheinlich auch mit dem Fernzug, dass wir einmal komplett von Rosenheim nach Salzburg fahren. Mal schauen. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, die letzten 5, irgendwas Kilometer der heutigen Fahrt. Wir fahren auf den Punkt genau 160. Aber
Ach, SRM allerlei 111. Fahren Sie 111 Kilometer mit der BR 111. Ja, sehr nice. Da haben wir unsere erste Errungenschaft erhalten zu dieser neuen Lokomotive. Bringt jetzt, würde sich jetzt nicht mehr viel lohnen, weil wir sehen es ja selber rechts oben. 90, 60, 50, 40. Das sind so die nächsten Geschwindigkeiten, die wir erreichen sollen, beziehungsweise die wir noch fahren dürfen, die uns vorgegeben sind. Wir können uns ein bisschen ausholen lassen hier. Vielleicht schon mal hier bremsen. Wir liegen noch 2,1 Kilometer. Mal da, da steht nur 110, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich glaube, da sind wir jetzt erstmal safe. Wir so 40 vorgegeben. Schön in Freilassing ein. Liefert und 40B Bestätigung. Freilassing, wunderbar. Perfekt. Das hat ja wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Was kommt denn da? Ach, das sieht doch nach einer Vorarlbergbahn aus. Die fahren ja hier in Freilassing auch. Kann man hier wunderbar auch fahren. Das hier mal so am Rande. Dann öffnen wir die Türen. Und dann sehen wir uns mal so ein bisschen um, würde ich sagen. In Freilassing. Dann sehen wir, dass dort sogar eine Vectron steht. Das ist grün. Das ist ja wunderbar. Das ist doch wunderschön. Ich hoffe, euch hat das soweit erstmal gefallen. Wie gesagt, ausführliches Video zu der neuen Strecke gibt es dann auf jeden Fall am kommenden Wochenende. Und wie gesagt, heute habe ich leider nicht mehr Zeit für euch. Ich bin froh, dass ich überhaupt Zeit gefunden habe. Ich verriegle hier mal die Türen. Und dann war es das wahrscheinlich erstmal. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr seid zufrieden.
Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die BR111 findet, wie ihr die Strecke findet, wenn ihr sie schon gefahren habt, wenn ihr schon die Lok gefahren habt. Teilt gerne eure, ja, eure Erfahrungen in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr hört mich dann spätestens am Samstag in einem ausführlichen Video zur neuen Strecke Salzburg-Rosenheim. Das war's vorerst von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstagabend. Ich wünsche euch insgesamt einen schönen Freitag und natürlich ein schönes Wochenende. Aber dazu Samstag mehr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Denis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.